Hallo, liebes Internet. Ich sag heute mal was zur gestrigen Diskussion beim NRW-Medienforum. Da hat der Richard Gutier aber eine Stinkbombe hochgehen lassen und hat die Vertreter der alten Medienwelt ziemlich aus der Fassung gebracht. Sein Vergleich ist ja auch starker Tobak. Arabische Despoten in ihren Palästen mit Realitätsverweigerung würden ähnlich agieren wie die Vertreter der Massenmedien oder umgekehrt. Ich weiß nicht, Frau Piel, WDR-Intendantin, in welchem Palast Sie herrschen und leben. Ich gehe mal davon aus, dass Sie auch nicht despotisch sind, was nur Ihre Mitarbeiter beurteilen können. Aber der eigentliche Kern der Diskussion kam gestern zu kurz. Das lag vielleicht auch in einer blöden Moderation. Es geht ja gar nicht um arabische Despoten. Es geht mehr oder weniger aber auch um das, was die arabischen Despoten erleben, Machtverlust. Und Ähnliches widerfährt ja den Massenmedien. Und man könnte das in einem einfachen Modell darlegen. Gehen wir mal davon aus, also ja, das sind die Massenmedien, ja, das sind die Sender, ja, und das sind wir Zuschauer, hier, die Empfänger. Ja. Früher gab es das einfache Modell Sender, Empfänger. Das war Einwegkommunikation. Sie in den Massenmedien haben entschieden, was eine Nachricht ist und was nicht. Und wir als Rezipienten konnten das zur Kenntnis nehmen, vielleicht einen Leserbrief schreiben oder mal anrufen in der Redaktion, wenn uns was nicht gepasst hat. Vielleicht irgendein Mitglied des Fernsehrates anschreiben können, von den gesellschaftlich relevanten Gruppen, die Altfunktionäre, die da quasi ihre Zeit absitzen. Aber dieses Machtverhältnis ist durch das Internet zerstört worden und nur darum geht es. Aus den vielen, vielen Millionen Empfängern sind jetzt eben auch viele Millionen Sender geworden, die selber nach ihren Kriterien entscheiden, was für sie wichtig ist, was für sie eine relevante Nachricht ist und was nicht. Es geht also nicht nur um das Blabla, was man in Twitter und Facebook natürlich auch mitbekommen kann, aber Ähnliches gibt es ja auch im Fernsehen sehr viel Blabla. Das Entscheidende ist, und das hat übrigens Ihr Mitarbeiter Ranga Yogeshwar vom WDR auf den Punkt gebracht bei einer Konferenz. Den Link zu dem Vortrag werde ich auf meinem Blog, ich sag mal, bringen. Da können Sie es dann sich anhören, Frau Piel. Zitat: Das Medium Internet wächst in einer Dynamik, die man nicht mehr verstehen kann. Wer meint, das Internet zu verstehen, liegt falsch. So hat die Distribution in der Musikindustrie einen Einbruch von 30% erlebt. Und man darf sich fragen, ob der Job des Verlegers ein Auslaufmodell ist. Ähnliches gilt fürs Fernsehen. Die letzte Wetten, dass-Sendung hatte gut 11 Millionen Zuschauer und zählt zu den Einschaltquoten Champions. Damit ist jetzt nicht die gerade abgelaufene Sendung gemeint. Die Jeff Dunham Show ist viel bekannter. Sein Internetvideo Ahmed the Dead Terrorist hat über verschiedene Internetkanäle allein in England 96 Millionen Downloads erreicht. Die Musik spielt nicht mehr bei Wetten, dass, die Musik spielt im Web, sagte Ranga Yogeshwar. Und genau das ist das, was Sie erleben und das, was Sie wahrscheinlich auch zu diesen pavlovschen Reflexen veranlasst und von Anmaßung reden lässt und Ihre Wut, die gestern beim NRW-Forum, Medienforum zum Ausdruck kam, auch mehr oder weniger erklärt. Aber einen entscheidenden Punkt möchte ich noch anschneiden, den wir wirklich intensiver debattieren sollten. Sie sagten nämlich in dem Streitgespräch, dass Sie natürlich auch als Sender Twitter benutzen und dass Sie natürlich auch auf allen Kanälen des Internets präsent sind, auf der Grundlage unserer GEZ-Gebühren, die zwangsweise eingetrieben werden. Und dann sagten Sie, Frau Piel, ich möchte Sie aber auch mal darauf aufmerksam machen, dass für uns als Sender, ob in Blogs oder in Twitter oder auf sozialen Plattformen, die Regeln gelten, die auch sonst für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gelten. Wir können nicht einfach hingehen und völlig subjektive Dinge verbreiten, wie das jeder andere macht. Ich sehe doch jeden Tag,
was bei mir ankommt in meiner E-Mail-Box. Jeder Mensch kann von sich geben, was er will. Persönlichkeitsrecht spielt keine Rolle. Urheberrecht spielt keine Rolle. Es spielt gar nichts eine Rolle. So, okay, also zum Thema Urheberrecht und Leistungsschutzrecht und so, da können Sie auch bei mir im Blog einiges nachlesen. Aber ich möchte doch eingehen auf die Frage der Subjektivität versus Objektivität. Und deswegen lade ich Sie ein zu einem neuen Objektivismusstreit über die mediale Welt. Sie kennen vielleicht die legendäre Disputation zwischen Philosophen und Soziologen zum Thema Positivismus. Ähnliches wäre doch jetzt ein guter Anlass, in der Frage des Objektivismus anzuführen. Und da will ich Sie, Frau Piel, auf ein Buch aufmerksam machen, was so die Jahrzehnte der Medienforschung sehr gut auf den Punkt bringt. Das ist das Fischer-Lexikon Publizistik Massenkommunikation. Ich habe jetzt eine ältere Ausgabe, aber das gibt es auch in einer neuen. Und folgendes will ich zitieren. Auf die Nachrichtenauswahl wirken sich zum einen bürokratische Routine und Produktionsanforderungen, vor allem Zeit- und Kapazitätsvorgaben aus. So hängt die Auswahlchance von Nachrichten unter anderem ab von der Menge und Vielfalt des gesamten Nachrichtenaufkommens, vom Zeitpunkt im Produktionsablauf und in der Erscheinungsperiodik, zu dem die Nachricht vorliegt, und zum Beispiel beim Fernsehen auch davon, ob Bildmaterial verfügbar ist. Zum anderen drücken sich im Nachrichtenbild mehr oder weniger deutlich auch politische und ideologische Orientierungen aus, etwa die vom Verleger bestimmte Grundrichtung einer Zeitung oder die Gruppennorm, die sich im Kollegenkreis der Redaktion herausgebildet hat, wobei auch Wertorientierungen, die der Berufsgruppe der Journalisten insgesamt zu eigen sind, bestimmend sein können. Diese Art von Einflüssen wird als besonders problematisch empfunden. Also wir reden jetzt hier über die alte Welt der Massenmedien, nicht über das Internet. Da sie der Norm der Trennung von Nachricht und Meinung zuwiderläuft, der die Massenmedien zur Wahrnehmung ihrer Informationsfunktion verpflichtet sind. Empirische Untersuchungen über politische oder ideologische Verzerrungen der Berichterstattung liegen inzwischen in großer Zahl vor. Besonders bei kontroversen Themen lässt sich häufig nachweisen, dass die Berichterstattung den im Kommentarteil ausgedrückten politischen Positionen angeglichen ist. Also, Frau Piel, reden Sie doch nicht über Objektivismus in der Nachrichtenselektion. Überall, wo Menschen tätig sind, egal wo, in Redaktionen, in einem Blog, auf Portalen oder in sozialen Netzwerken oder eben auch in den klassischen Medien, überall geht es um eine Verkürzung der Realität. Wir konstruieren uns unsere Wirklichkeit. Jeder Mensch macht das und auch Sie und auch all Ihre Redakteure im WDR. Das wäre aber jetzt eine schöne Gelegenheit, diesen Streit aufzunehmen und über Objektivismus und Subjektivismus zu disputieren. Ich lade Sie herzlich dazu ein. Der Ich-Sender aus Bonn-Düsdorf verabschiedet sich. Alles Weitere dann auf meinem Blog. Ich sag mal, bis denne. Dilettantisch wie ich bin, schneide ich wieder nicht.